Einen wunderschönen guten Tag hier aus München. Und wie angekündigt, er ist heute auch mein Gast, ist mein Gast heute, Nikolas Reis, ein Jungunternehmer aus München. Kann man das so sagen? Jung, dankeschön. Aber ja, das kann man noch so sagen, glaube ich, ja. Du hast mit Kollegen das Unternehmen Altruja gegründet. Kannst du mir kurz beschreiben, was Altruja ist? Altruja ist eine Softwarefirma, die sich verschrieben hat, dem Non-Profit-Sektor zu helfen mit moderner Technologie. Das heißt, wir bauen Software, die gemeinnützige Organisationen, also Stiftungen, Vereine, Schulen, Kirchen, Kindergärten, Zoos, Parteien, alle die, die Spenden brauchen, um ihre Arbeit zu machen, die diese unterstützt mit Software, um auf ihrer Seite Gelder einzusammeln. Es ist ja, also für eine, man denkt immer an diese Riesenorganisation mit einem Mega-Budget. Ihr habt mittlerweile über 500 Organisationen. Okay. Was sind das für Organisationen, die bei euch da andocken? Also das sind in der Tat, ein paar von denen sind in der Tat diese großen Elefanten, wie man sie vielleicht kennt, so das Rote Kreuz, Malteser und diese großen Bekannten, die jeder irgendwo aus Funk und Fernsehen kennt. Aber die große breite Masse von diesen Organisationen sind viel kleinere Organisationen. Das sind lokale Organisationen, das sind Tafeln, das sind wie gesagt eben auch Schulen und Kindergärten vor Ort, die teilweise auch ehrenamtlich arbeiten und wirklich ganz tolle Arbeit vor Ort in ihrer Kommune, in ihrer Gemeinde machen, die eben nicht so bekannt sind und auch gar nicht über regional oder gar international tätig sind. Was hat so eine, sagen wir mal, so ein kleiner Tierschutzverein irgendwo aus Hintertupfingen, was haben die davon, wenn die jetzt anrufen und sagen, helft uns bitte, was passiert da? Ist ganz spannend, ich war letzte Woche auf dem Münchner Fundraising-Tag, also dem Kongress für spendensammelnde Organisationen, und dort war der Geschäftsführer vom SOS Kinderdorf, und der hat gesagt, im Interview schon letztes Jahr, das Ziel fürs SOS Kinderdorf ist es, bis 2020 60% der Spenden online abzuwickeln. Aktuell sind sie, glaube ich, so bei 5-6%, also da ist noch ein weiter Weg zu gehen. So, jetzt so eine große Organisation wie das SOS Kinderdorf, die können natürlich investieren, die stellen Menschen ein, die stellen sich Informatiker ein, die denen so eine Seite bauen können. Und das sind natürlich alles Sachen und Themen, die sich so eine kleine Organisation überhaupt nicht leisten kann. Wenn ich mir jetzt eben so einen kleinen Tierschutzverein nehme, der könnte sich keine Mitarbeiter einstellen für so ein Thema. Die kommen dann eben zu uns, weil wir eben eine Software gebaut haben, die standardisiert in wenigen Minuten wirklich einbaubar ist, dass eben auch so ein kleiner Tierschutzverein in wenigen Minuten auf der Seite ein modernes Online-Spendenformular hat, das schnell und vor allem sicher Gelder von A nach B bringen kann. Wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? Man müsste eigentlich denken, die Organisationen kriegen das alles selber hin und so weiter. Aber was ich so mitbekommen habe, auch aus persönlicher Erfahrung, wenn man mit euch zusammenarbeitet, es liegt, weiß nicht, ob es an euch liegt, aber das Spendenvolumen wächst für die Organisation. Woran liegt das? Das ist schön, vielen Dank. Es freut uns natürlich, wenn wir da helfen können. Also wie gesagt, die Expertise, sich mit solchen Informatikthemen auseinanderzusetzen, das sind natürlich schon sehr spezielle Leute. Das heißt, wenn wir einen Informatiker von uns kann eben mit seiner Software 500, 600 Organisationen betreuen, das heißt, das würde für die einzelne Organisation jetzt gar nicht Sinn machen. Der Punkt aber, glaube ich, warum das Spendenvolumen wächst, kommt eher daher, dass die durchschnittliche Online-Spende deutlich höher ist als diese typische Offline-Spende. Und wenn wir Offline-Spenden sagen, meinen wir solche Sachen wie Postkarten, die in der Weihnachtszeit in millionenfach verschickt werden von großen Organisationen. Straßensammlungen, wo Leute, engagierte Leute oder Agenturen auf dem Marienplatz stehen und Leute um eine Spende bitten oder von Tür zu Tür gehen oder anrufen. Das sind alles relativ teure Arten, um Gelder einzusammeln. Und diese typische Online-Spende ist nun bei uns jetzt fast 87 Euro im letzten Jahr gewesen. Also die ist fast dreimal so hoch, weil die Menschen gewohnt sind, wenn ich auf der Internetseite wo bin und mit meiner Kreditkarte beispielsweise wo einkaufe, gebe ich deutlich höhere Summen aus, als jetzt wirklich, wie gesagt, einfach aus dem Geldbeutel 100 Euro. Die tun einfach doch nochmal mehr weh, als das Ganze über meine Kreditkarte bequem zu machen. Also, weil du sagst Weihnachten, ich denke mir jedes Mal, ich kriege dann auch so eine Postkarte, schütz den Regenwald, und ich frage mich immer, wie viele Regenwälder abgeholzt werden, allein für die Weihnachtsaktion. Wenn man durch die Fußgängerzone geht, kennt man noch diese Offline-Spendenformulare, also das sind nette, junge, freundliche Menschen, die meistens mit der Organisation nichts zu tun haben und die einem quasi nachstellen. Wird das in Zukunft abnehmen? Wird das mehr in Richtung Online gehen?
Also sagen wir es mal so, ich glaube, das Zauberwort an dieser Stelle nennt sich Cross-Media oder Cross-Channeling. Das heißt, es wird wahrscheinlich immer weniger nur einen Kanal geben. Das heißt, die Oma, die wirklich damals eine Postkarte bekommen hat, die nur Postkarte gespendet hat, das wird sicherlich immer weniger werden. Sondern vielmehr ist es die Kunst, glaube ich, von guten Organisationen, dass ich vielleicht den Spender online auf Facebook erreiche, ihn dann auf meiner Webseite verknüpfe, ihn dann vielleicht trotzdem mal einen Dankesbrief schicke oder ihn mal einlade, persönlich mich mit ihm zu unterhalten. Also sprich, diese Vernetzung über verschiedene Kanäle ist da sicherlich das Sinnvolle. Aber wie du schon richtig angesprochen hast, diese anderen Kanäle haben teilweise sehr, sehr hohe Kosten. Logischerweise, wenn ich da jemanden hinstelle, der in der Fußgängerzone Leute anspricht, der kostet auch irgendwo Geld und es macht in der Tat auch vielleicht Sinn, dass das nicht der Krankenwagenfahrer vom Roten Kreuz ist, weil der soll Krankenwagen fahren, sondern dass man da vielleicht auch Profis hat, die das Ganze einfach besser und effektiver machen können. Aber wir merken schon auch, gerade wenn wir in andere Länder schauen, in die USA oder in England, die da schon technologisch wirklich weiter sind, dass da schon 10, 15, 20% der Spenden online abgewickelt werden. Und da merken wir ganz klar, dass hierzulande auch mit ein bisschen Zeitverzögerung auch die Reise hingeht. Genauso wie es bei Versicherungen, Online-Banking, Flüge buchen, Bücher kaufen, sich das auch alles natürlich mehr und mehr in die Richtung entwickelt hat. In der Vorbereitung dachte ich mir, das wird ein spießiger Laden mit lauter Eierköpfen, die mit Zahlen hin und her jonglieren sein. Was ich gesehen habe, war gefühlt ein Team fast durchgehend unter 30, die in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Organisationen an Bord geholt haben quasi. Woher kommt diese Stimmung? Also mir hat das total Spaß gemacht, da reinzugucken bei euch ins Büro. Da ist Betriebsamkeit und alle arbeiten und telefonieren ganz lieb mit NGOs und so weiter. Woher kommt diese Stimmung? Ja. Deswegen sagst du, junge Unternehmen, ich komme mir manchmal auch schon ein bisschen alt vor. Nein, also wir haben uns wirklich, als wir uns entschieden haben, die Firma zu gründen, haben wir auch gesagt, wo wollen wir arbeiten und wie stellen wir uns einen idealen Arbeitsplatz vor? Und wir haben auch alle in größeren Firmen vorher gearbeitet, hat viele Vorteile, aber es gibt natürlich auch Sachen, die wir persönlich anders machen wollen. Und unser Ziel ist wirklich, wenn wir gute Leute rein bei uns haben wollen und gerade als junge Firma kann man eben noch nicht mit den Gehältern wie Siemens, BMW etc. Werben. Das heißt, unser großes Asset ist, glaube ich, ist unser Vorteil, dass wir mit einem tollen Arbeitsumfeld, das wir anbieten können, dass die Leute wirklich Spaß haben und sagen, hier, ich gehe gerne in diesem Non-Profit-Umfeld arbeiten, wo vielleicht die Gehälter manchmal ein bisschen niedriger sind, aber ich trotzdem einfach Spaß dran habe, die Welt jeden Tag ein bisschen zu verbessern. Weil was uns unheimlich viel Energie gibt, ist, dass wir jetzt wirklich mit so vielen verschiedenen Arten, da ist wie gesagt die Organisation, die den Tierschutz vorantreibt, die Menschen, die Kinderhilfe unterstützen möchten, politische Parteien, Umweltschutz, also man hat wirklich so eine ganze Bandbreite und all diese Menschen, die diese tollen Projekte vorantreiben, bringen unheimlich viel Energie mit rein. Und von dieser Energie, glaube ich, profitieren wir unheimlich stark, weil wir jedes Mal mit Leuten zu tun haben, die wirklich mit Herzblut an der Sache dabei sind. Und das gibt uns einfach auch viel Spaß und Freude und Energie. Du bist der ideale Typ, um ein Unternehmen vorzustellen. Aber jetzt interessiert mich schon auch, dass du wirklich so ein, ich sag mal, Nico Reis, wenn der so 16, 17 ist, der weiß ja nicht, dass er irgendwann für NGOs und Organisationen hilft, irgendwie Gelder einzusammeln. Wie kommt dieser Weg zustande? Das stimmt. Das war in der Tat nicht mit 16, 17 sicherlich nicht mein Hauptaugenmerk. Da war eher Basketball wahrscheinlich mein Thema. Also vielleicht kurz zu meiner Geschichte. Ich habe in München nach meinem Abitur, habe ich erst in München studiert und bin dann in die USA gegangen und habe dann hab dort einen Master gemacht, also einen klassischen MBA-Management-Ausbildung und habe dann bei einer Softwarefirma in Südkalifornien, in San Diego, angefangen. Und diese Softwarefirma hat Online-Anmeldungen für Events gemacht, also sprich Marathon-Events. Und dann hatten die ein Zusatzfeature, das da hieß, du läufst den Los Angeles-Marathon, dann sammel doch auch Spenden für das LA Kinderkrankenhaus. Und ich fand das unheimlich spannend, weil ich kannte dieses Konzept bis da lang nicht, dass jüngere Menschen aktiv werden über soziale Netzwerke, die damals gerade im Aufbau waren, 2008 rum. Meine Eltern haben seit Jahren in der Bürgerstiftung bei uns in Fort von München in Germering gearbeitet und haben das wirklich mit viel Herzblut vorangetrieben. Und so gesehen habe ich gemerkt, wie schwierig dieses Thema Spendensammeln eigentlich wirklich ist und fand das sehr, sehr charmant. Und als ich dann mal diesen angeschaut habe, warum machen das die Amerikaner und die in England und Australien, aber in Europa gab es das Ganze nicht. Und da ist so ein bisschen diese Idee, dass man wirklich die tollen Möglichkeiten von Technologie, die Facebook und E-Mail und diese ganzen neuen Technologien uns bieten, dass man die sicherlich auch hierzulande nutzen kann und hier vorantreiben kann und dass das eventuell auch eine tolle Möglichkeit ist, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Also an deiner Laune und an deiner Art merke ich, dass du auch Sinn darin findest,
was mich interessiert, ist, was führt dazu, dass man jeden Morgen aufwacht und das macht? Also wo findest du die Erfüllung in dieser Arbeit? Also eben genau darin. Also es ist wirklich, ich glaube, natürlich hat jeder mal irgendwie schwere Tage, ob ich jetzt angestellt bin oder Unternehmer. Ich habe mal den schönen Spruch gehört, und Unternehmen aufbauen ist ein bisschen wie, man springt den Grand Canyon runter und schmeißt vorher einen kompletten Baukasten runter und versucht im Fallen ein Flugzeug zusammenzubauen, das dann fertig ist, bevor man am Boden aufschlägt. Und ein bisschen so ist manchmal Unternehmer sein. Also es ist klar, es erfordert ein bisschen Mut. Auf der anderen Seite sind alle Sachen, die man hat, irgendwie ein bisschen intensiver. Also sprich, die Sachen, die katastrophal sind, die sind natürlich ein bisschen schlimmer, und alles, was dann super ist, ist alles noch toller. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen auf und ab, das aber aus meiner Sicht einfach das Leben auch darstellt. Ja, also ich würde mich, glaube ich, aktuell nicht wohlfühlen, wenn ich in einem geregelten Job, wenn man so schön sagt, bin, wo alles irgendwo gleich und ähnlich ist und wo ich nicht das Gefühl habe, dass das, was ich jeden Tag mache, einen Unterschied machen würde. Da spricht der Unternehmer. Jetzt komme ich ganz konkret für den Zuschauer zum konkreten Nutzen. Sagen wir mal, da ist jemand draußen, der ist aus irgendeiner Organisation und sagt, das kannte ich bisher noch nicht, wir haben noch diese Zettel und wir müssen Lastschrift bliblablub. Was müssen die machen, um mit dir oder mit eurem Unternehmen in Kontakt zu kommen? Um uns zu arbeiten. Gut, also das Einfachste ist wirklich, man geht auf altruja.de und wir haben oben einen großen roten Jetzt-Testen-Button, weil wir glauben, das ist eine neue Technologie, das ist ein neues Thema und da haben Menschen sicherlich sehr, sehr viele Fragen. Das heißt, was wir mit diesem Test-Account anbieten, ist, man soll sich es wirklich komplett einmal unverbindlich anschauen. Probiert das Tool aus, klickt überall hin, versucht, was alles machbar ist. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns an. Das ist uns unheimlich wichtig, weil es eben ein neues Thema ist, dass wir, du hast die Leute gesehen bei uns im Büro, dass wir wirklich immer ein offenes Ohr haben. Wir verstehen, dass das für viele Organisationen das erste Mal ist, wo sie sich mit dem Thema Online-Spenden beschäftigen. Und da sind wir da und wollen die an der Hand nehmen, um diese ersten Schritte einfach möglichst einfach zu machen. Da habe ich auch euren, wie ich finde, maßgeblichen Trick festgestellt. Mhm. Diese digitale Geschichte habt ihr voll drauf, aber ihr habt einfach verstanden, dass der Rest analog laufen muss. Also genauso wie das Engagement, auch die Zusammenarbeit mit den Unternehmen findet vor allem analog statt. Und das finde ich eigentlich bezaubernd. Also da ist auch keiner, der sagt, oh, jetzt ruft der nochmal an, oder? Nein, auf keinen Fall. Also das ist uns wirklich das ist die wichtigste Beziehung, die wir haben. Wir müssen verstehen, was die Bedürfnisse der Organisation dort vor Ort sind. Und vor allem auch ganz wichtig, wenn wir merken, da hat jemand einen Wunsch, dass was in der und der Richtung noch an der Software verändert werden würde. Gut, beim ersten hören wir es uns vielleicht mal an. Und wenn es dann der zweite und der dritte auch sagt, dann merken wir, vielleicht ist das eine ganz gute Idee, dass wir das insgesamt an der Software verbessern können. Weil wir können uns lange einsperren in unserem Elfenbeinturm und uns Gedanken machen, was das Wichtigste für die Organisation da draußen ist. Am Ende entscheiden die, was sie brauchen und was ihnen helfen würde. Da können wir Ideen und Anregungen natürlich geben. Aber da sind wir unheimlich erpicht drauf, dass wir wirklich das Feedback von denen direkt bekommen. Super. Also ich kann zumindest zurückgeben, ich habe letztens mit dem Geschäftsführer unserer Organisation gesprochen. Er hat gesagt, jetzt kam wieder eine Mail von Altruja, die haben wieder einen Verbesserungsvorschlag für die Seite und so. Und dann habe ich gesagt, nervt es dich? Dann hat er gesagt, nein, aber sie haben ja recht. Das fand ich gut. Wunderbar, wo soll es hingehen? So 5-Jahresplanmäßig. Was habt ihr vor? Also unser Ziel ist erstmal wirklich wir sind ja aktuell fokussiert auf Deutschland, Österreich, Schweiz. Das sind unsere absoluten Kernmärkte natürlich. Wir haben zwar auch schon Kunden in England, USA und Frankreich und Schweden, aber das sind wirklich erstmal unsere Kernmärkte. Und unser Ziel ist wirklich, dass nicht nur wir, sondern als Mission für diese ganze Non-Profit-Branche, dass wir es schaffen, diesen Anschluss zu schaffen an die USA, dass wir wirklich bis 2020 das Ziel vom SOS Kinderdorf, 60% der Spenden online abzuwickeln. Und wenn wir dann einen kleinen Teil dazu beitragen können oder vielleicht auch einen großen, dann freuen wir uns, weil das wäre, glaube ich, wirklich wichtig für diesen ganzen Non-Profit-Sektor. Super. Ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch. Danke, Nikolas Reis. Bitte schaut euch das an. Solltet ihr sowas brauchen, sind die sicher die richtigen. Ich bedanke mich auch bei euch, meine lieben Abonnenten, und mein nächster Gast ist zum zweiten Mal dabei, die Verhaltensbiologin Barbara Niedner. Bis zum nächsten Mal. Und einen Kaffee habe ich auch bekommen. Ich gebe den Gästen immer einen Kaffee. Ich habe noch eine Frage. Es gibt so Leute, die schneiden sich lieber einen Arm ab, als 3 Euro zu spenden. Mhm. Und wenn Leute und andere, von denen man es nicht denkt, die kommen dann und spenden auf einmal 100 Euro. Woher kommt das? Kann man die irgendwie einordnen? Also in der Tat, was man merkt, ist Spenden, also demografisch gesehen werden seit
zig Jahren immer so in Deutschland 4, 5, 6, 7 Milliarden gespendet. Je nachdem, ob eine Katastrophe ist oder ob ja, Überflutungen oder solche Sachen sind. Aber die Anzahl der Menschen, die spenden, historisch wird weniger, aber die spenden mehr. Das heißt, es gibt in der Tat, es gibt Demografien von Leuten, die eher dazu tendieren und andere eher nicht. Also beispielsweise Ostdeutschland, ehemalige DDR, demografisch sind spendet weniger, weil es einfach noch von der Kultur des Kommunismus da einfach nicht bekannt war. Es war einfach nichts, nichts, was in der Kultur da verankert war. Wiederum katholische oder christliche Prägung oder religiöse Prägung führt eher dazu, dass ich spende, weil ich natürlich irgendwo dieses Gelernte habe, den Zehnten sollst du spenden oder jetzt ob es im Islam ist oder in allen Religionen. Wie läuft es wie ist beim Islam? Ja, also eine unserer tollsten Organisationen ist der Islamic Relief Deutschland. Das ist eine tolle internationale muslimische Hilfsorganisation, so ein bisschen vergleichbar mit dem Roten Kreuz. Und die sehen wirklich konkret im Ramadan vor allem, gehen bei denen die Spenden wirklich durch die Decke. Und da es wird wirklich 10% deines Einkommens sollst du spenden. Das ist da wirklich so die Vorgabe. Und die ziehen es durch. Die ziehen es in der Tat, also die ziehen es eher durch, weil einfach noch ein bisschen mehr religiöse Bindung einfach ist, als jetzt vielleicht im Christlichen. Und die haben einen Vorteil, glaube ich, die haben eine jüngere Zielgruppe. Das heißt, sprich, es gibt mehr junge Moslems, die aktiv auch natürlich solche neuen Medien annehmen, als jetzt nur junge Christen vielleicht. Also die machen nicht nur Frühling hier in den arabischen Städten, sondern auch Fundraising. Absolut. Also wie gesagt, also die haben eine super Top-Webseiten. Da gibt es 1, 2, 3 tolle Organisationen bei uns hier und die haben tolle Webseiten. Die gehen super innovativ mit neuen Vorschlägen, Ideen um, bringen uns auch viel Input und viele Ideen. Also von daher gesehen sind das schon so Charakterzüge, wo man eher von ausgehen kann. Frauen spenden ticken mehr als Männer. Also stopp, stimmt nicht ganz. Also mehr Frauen spenden als Männer. Männer haben teilweise wieder eine höhere Durchschnittsspende. Also es gibt so ein paar Metriken, aber das ist jetzt komplett vom Online-Fundraising eigentlich losgelöst. Da gibt es zig Studien und Statistik natürlich in der Spendenbranche. Und das müssten sich eigentlich die ganzen NGOs durchlesen, aber müssen sie jetzt nicht? Ja, nein, also das, also da gibt es schon auch, also so kann man, muss man schon auch sagen, also gerade die größeren Organisationen sind da schon, was wissenschaftliches Arbeiten geht, schon sehr, sehr weit. Bei vielen Sachen, gerade online, wünschen wir uns manchmal, dass man es nicht zu tot analysiert. Ja, so im Englischen sagt man Analysis Paralysis, also die Lähmung durch Analyse. Gerade weil online, das ist noch so ein neues Medium, da muss man einfach mal ausprobieren und machen und dann klappt es vielleicht auch nicht und dann probier es halt mal anders. Und das Schöne online ist, es geht schneller und es ist viel, viel günstiger. Also doof gesagt, wenn ich sage, oh, ich habe den Button groß und rot und blinkend auf der Seite und das klappt nicht, dann probier es vielleicht mal klein und blau. Und das kostet mich eigentlich, naja, nicht viel, ein paar Klicks. Hingegen, wenn ich sage, ich habe eine Plakatkampagne oder eine Mailing-Kampagne und schicke 100.000 Briefe mit einem roten Anschreiben raus und es klappt nicht, um dann nochmal 100.000 rauszuschicken, muss ich viel, viel mehr Geld machen. Es tut mir leid, ich habe wieder ganz viel nach dem Abspann geredet. Oh je. Okay, jetzt aber, bis zum nächsten Mal. Okay. Ja, wir sind schon draußen.